Er ist als kreativer Strategieberater in der Schweiz, in Europa und in den USA tätig gewesen. Und basierend auf seinen gesammelten Erfahrungen hat er 2008 die Chance Technology gegründet. Darin berät er nicht nur Firmen, sondern auch Regierungen in Europa, Asien und Lateinamerika in Fragen der Arbeitsmärkte. Dazu gehört auch die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Rekrutierung dieser Arbeitsmärkte. Alles das mit Hilfe von KI-basierten Technologien, mit der Trends in bestimmten Arbeitsmärkten erkannt und darauf reagiert werden kann. Vom Ende der Arbeit und des Wohlstandes. Freuen Sie sich auf den CEO der Chess Technology, Stefan Winzneriert. Das hört sich immer sehr spektakulär an, so eine Einführung. Ich werde Ihnen versuchen, in der nächsten halben Stunde etwas über den sogenannten Fachkräftemangel zu erzählen, mal aus einer anderen Sicht. Also ich werde die gleiche Sau nicht nochmal durchs Dorf treiben, die Sie schon übermal gehört haben, und versuche das ein bisschen anhand von verschiedenen Dimensionen, die diesen Arbeitsmarkt so beeinflussen. In der Vorbereitung von diesem Referat ist mir da letzthin gerade dieser Film in die Hände gekommen. Ich habe gedacht, ich zeige Ihnen den schon mal von Anfang an, um Ihnen nicht die Hoffnung zu machen, dass diese Roboter in Zukunft unser Problem im Arbeitsmarkt lösen werden, sondern ich will Ihnen nur zeigen, wie weit weg wir davon sind. Also für den Rest des Referates hoffen Sie nicht darauf, dass diese Maschinen in 2, 3, 5, 10 Jahren unsere Probleme lösen, sondern ich kann Ihnen garantieren, wir sind noch mindestens so weit weg von der Lösung von KI im Arbeitsmarkt, wie damals, als Elon Musk uns das erste Mal versprochen hätten, wir würden 2016 in selbstfahrenden Autos durch die Welt chauffiert werden. Das einfach mal die schlechte Nachricht vorweg. Ganz kurz, wer ich bin, habe ich schon vorbereitet, und ich möchte ganz am Anfang noch ein paar Fakten stellen. Was wir tun hier, das tun wir sehr seriös und das tun wir meistens außerhalb der Schweiz. Also wenn Sie interessiert sind, mal wirklich in die Tiefe zu gehen, was dann das Problem in unseren Arbeitsmärkten ist, können Sie jederzeit auf mich zukommen und solche Papiere bestellen, weil dort drin vielleicht mehr drin steht, als dass Sie jeden Tag in der Zeitung lesen, im Radio hören oder sonst in den Medien aufsaugen. Ich werde Ihnen heute die Probleme im Arbeitsmarkt anhand von diesen Dimensionen ein bisschen erklären. Keine dieser Dimensionen ist voneinander losgelöst. Sie sind schwer überlappend. Meistens sind mehrere gleichzeitig eingeführt. Und ich entschuldige mich schon für ein paar politisch unkorrekte Begriffe, die ich hier in Teils von diesen Dimensionen verwenden werde. Vor allem, wenn es um diese Wohlstandsverwahrlosung geht, die einer der wesentlichen Aspekte unserer heutigen Situation ist. Ich werde ganz am Schluss noch, wenn ich Zeit habe, noch ein bisschen über Lösungen reden. Die Probleme zu umreißen ist immer einfach, aber ich werde Ihnen auch noch ein paar von diesen Lösungen geben. Erstens einmal, den Begriff Fachkräftemangel gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine Fantasiewortschöpfung, die wir gemacht haben in der Suche nach einem politisch korrekten Ausdruck, für das wir viel zu viel Arbeit für viel zu wenige Leute haben. Fachkräftemangel suggeriert, als wenn wir hätten genügend Kräfte und wenn wir die fachmännisch ausbilden würden, dann hätten wir auch den Fachkräftemangel gelöst. Das stimmt nicht. Es stimmt in jeder Dimension nicht. Erstens, wir haben viel zu wenige Menschen, die die Arbeit machen. Zweitens, es liegt nicht daran, dass sie nicht ausgebildet sind, also nicht fachkundig sind, sondern sie haben das Falsche. Und das Dritte ist, das, was sie machen sollten, wollen sie nicht mehr machen. Das sind die grundsätzlichen Dimensionen. Und darum gibt es eigentlich einen Begriff, der heißt Labor Market Match Rate oder Employment Match Rate, der eigentlich viel genauer sagt, um was es in diesem Problem geht. Es geht darum, zu erkennen, was das Angebot und die Nachfrage in einem Arbeitsmarkt, wie gut die zueinander passen. Die können qualitativ und quantitativ sein. Es hat einfach zu wenig Leute, es hat zu viel Arbeit oder es hat die falschen Leute oder die falsche Arbeit. Und das kann man eigentlich viel genauer ausführen. Wenn man die Schweiz mal ein bisschen anschaut, und ich wurde heute wieder daran erinnert, am Morgen kamen die neuen Arbeitslosenzahlen raus. Der Trend hat gekehrt. Von 1,9% sind wir jetzt bei 2% Arbeitslosigkeit.
Das war in allen Medien rauf und runter, das war die ganz große Message. Und das ist unser Blick auf den Arbeitsmarkt. Seit Jahrzehnten wird er durch das geführt, indem wir uns an den Arbeitslosenzahlen orientieren. Wenn man hier mal auf der Zeitachse anschaut, irgendwo in den 20er Jahren, Sie sehen die starken Ausschläge, und dann irgendwo 2010 habe ich mal aufgehört, das nachzutragen, weil es eigentlich relativ irrelevant ist für das, was wir heute als Fachkräftemangel bestehen. Wenn ich jetzt eben diese Employment Match Rate über diese Grafik lege, dann sieht das nämlich schon ziemlich anders aus. Wenn Sie von links her kommen, sehen Sie, war diese Employment Match Rate hat immer zugenommen. Seit dem mittleren oder seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sie sich leicht gesteigert, aber es war immer das Problem, es gab viel zu viele Leute für viel zu wenig Arbeit. Also es war relativ hohe Arbeitslosigkeit oder die Leute konnten nicht das, was man eigentlich brauchte. Sie waren auch noch hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig oder im Primärsektor tätig. Bis etwa 1945, ganz leicht, hat sich das verbessert. Und dann nach dem Krieg ist das explodiert. Bis etwa 1960 hatten wir den perfekten Arbeitsmarkt. Oder wir glaubten das. Sie sehen unten, die Arbeitslosenzahlen waren dort bei null. Das gab's. Für all die älteren Leute unter uns, die können uns noch gut erinnern. Und seither geht es mit unserem Arbeitsmarkt nur noch nach unten. Und zwar ganz, 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 ganz steil. Warum hat sich das damals eigentlich verändert? Was waren eigentlich die Grundelemente, warum dass dieser Arbeitsmarkt seit 1960 aus dem Ruder läuft? Wenn ich jetzt hier noch dazulege, wie sich der Anteil der Beschäftigten in dem Markt dazulege, haben wir irgendwo bei 1,6 Millionen damals begonnen. Heute, im letzten Quartal, waren es 5,3 Millionen Menschen, die im Arbeitsmarkt tätig sind in der Schweiz. Also, Sie sehen, dass hier irgendwie verschiedene Dinge nicht mehr so funktionieren. Also wir haben immer mehr Leute, die arbeiten und trotzdem kommen wir der Entwicklung nicht hinterher, die wir eigentlich haben müssen. Und heute stehen wir bei dieser Matchability von 2023 bei 50%. Also wir haben in den letzten Jahren, seit 1960, 50% der Qualität im Arbeitsmarkt verloren, dass das, was eigentlich gemacht werden muss oder gemacht werden sollte, mit dem, was die Leute tun wollen oder sollten, nur noch zu 50% übereinstimmt. Das müsste uns doch sehr zu denken geben. Hier ein kleiner Ausschnitt, ich erzähle Ihnen dann nachher noch etwas mehr darüber. Das ist die Änderung von den Menschen, die in die Schweiz gekommen sind, in den Arbeitsmarkt, wie deren ihren Ausbildungshintergrund sich verändert hat. Die weiße Kurve zeigt, wie es damals 1970 war, die gelbe zeigt es heute. Sie können sehr schnell erkennen, die Leute, die zu uns gekommen sind, wurden komplett akademisiert, im Gegenteil zu dem, was 1970 war. Dort haben wir die Leute geholt, die wir gebraucht haben in unserem Arbeitsmarkt und nicht nach bestimmten Regulatorien und Programmen. Ich werde es nachher noch im Detail erklären. Ich werde heute vor allem über die Schweiz reden, kann Ihnen aber jetzt schon sagen, das ist ein Problem wie Klimawandel oder was auch immer, Energieversorgung. Das lässt sich nicht in einem Land lösen und schon gar nicht auf kantonal- oder kommunaler Ebene. Das ist ein globales Problem. Wenn in Taiwan die Chips ausgehen, dann haben wir hier nichts mehr zu arbeiten und zu montieren. Mit dem Arbeitsmarkt verhält es sich sehr, sehr ähnlich. Es ist ein sehr globaler Impact und kann nur so gelöst werden. Also, gute Nachrichten. Wir haben mit 5,303 Millionen den höchsten Arbeitsmarkt oder die größte Beteiligung im Arbeitsmarkt, den wir je gehabt haben. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, haben wir hier die ausländischen Erwerbstätigen mit 4,8% deutlich stärker als bei den Schweizern zugelegt. Wir sehen, dass wir für diese 5,3 Millionen nur, Anführungszeichen, Schlusszeichen, 4,4 Millionen Vollzeitstellen haben, mit einem großen Anteil von Männern im Vergleich oder im Überhang von Männern zu Frauen. Also die Ideen, die wir haben, die Vorurteile, die wir haben, dass immer noch mehr Frauen Teilzeit arbeiten und so weiter, sind hier voll bestätigt worden. Und nein, ich bin nicht einverstanden, wenn Herr Boris Zürcher sagt, dass unser Arbeitsmarkt hervorragend funktioniert. Er funktioniert zu 50% nicht mehr und alles andere, was hier steht, ist ebenso eigentlich frei erfunden. Die Teilzeitarbeit ist ein Problem, wenn man
erhöhen will, dass wir mehr Menschen im Arbeitsmarkt haben. Und es ist kein Gewinn, sondern es ist ein Treiber des Fachkräftemangels. Es gibt hier noch ein paar andere Aussagen, wo ich auch nicht teilen würde, aber ich komme nachher noch dazu. Wir haben ja unsere Arbeitsmarktprobleme gelöst seit 1960. Wir haben die Leute geholt, um die Löcher zu stopfen, weil wir schneller gewachsen sind als das, was wir an Arbeitsleistung haben leisten können. Und wir haben es uns damals, wir haben es wahrscheinlich nicht besser gewusst, sehr einfach gemacht. Die Leute kamen her, sie mussten auch wieder gehen nach der Saison, sie hatten keinen Familiennachzug, sie haben uns auch nicht den teuren Wohnraum weggenommen, sie haben oft in bedenklichen Umständen gehaust. Wir haben sie so lange genutzt, wie wir sie brauchen konnten. Sie haben unsere primäre Infrastruktur aufgebaut. Und dann haben wir sie wieder weggeschickt. Im Zusammenhang zum Beispiel der letztjährigen Fußballweltmeisterschaft in Katar haben wir uns sehr breit darüber unterhalten, wie die Katari mit den Arbeitenden umgegangen sind, den Migrationsarbeitern umgegangen sind. Ich würde sagen, wir haben nicht so viel anders gemacht, aber über Jahre hat das hervorragend funktioniert und wir haben die Löcher, die das schnelle Wachstum gerissen haben, immer wieder mit solchen Menschen gefüllt. Dann gingen dann mal ein paar Menschen weg. Viele der ersten Generation gingen wieder zurück nach Italien, aber unterdessen haben wir auch hier wieder eine stark positive Zuwanderung und das führt dazu, weil die Umstände ganz anders sind in den 60er Jahren, dass es eben jetzt auch in Italien überall an Fachkräften mangelt. Das war anders. Damals hat es sehr viele Leute gegeben in Italien, aber wenig Arbeit. Zudem war die Bezahlung besser hier, also kamen sie zu uns. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir dieses Migrationsproblem einfach immer weiter exportieren. Das ist das Einzige, was passiert. Diese Zahl übrigens mit rund einer Million Arbeitskräfte ist viel, viel zu tief, wenn man noch den informellen und illegalen Arbeitsmarkt in der Landwirtschaft anschauen, dürfte es wahrscheinlich 2- bis 3-mal höher sein. Aber einfach Faktor ist, auch dort hat es zu viel Arbeit und zu wenig Menschen. Und wenn man noch ein bisschen weiter geht nach Kroatien, sieht es dort nicht anders aus. Ich mache übrigens ganz bewusst immer diese Headlines, weil auf das wird es eigentlich jeweils reduziert, was Sie morgens lesen zum Arbeitsmarkt. Sie lesen ganz selten noch, was weiter unten passiert, sondern sie orientieren sich sehr stark an den Headlines und das tue ich heute auch. Also in Kroatien das gleiche Problem. Und wenn man noch ein bisschen weiter schaut, in Europa, überall ist die Arbeitslosigkeit vor der jetzt kommenden Rezession relativ tief. Und das Interessante daran ist, es ist nicht nur generell tief, sondern überall fehlen die gleichen Menschen, die wir dringend suchen. Also die ganze bilaterale Freizügigkeit, alles wird uns wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr wahnsinnig viel weiterhelfen, weil die Leute, die wir so dringend brauchen, die fehlen in Deutschland, sie fehlen in Italien und in fast allen anderen EU-Ländern auch. Und wenn man noch ein bisschen weiterschaut, wenn Sie zum Beispiel letztens gelesen haben, dass in China unterdessen über 20% der jungen Absolventen von der Universitäten keinen Job mehr finden, und zwar nachhaltig keinen Job finden, dann kann ich Ihnen auch schon mal die Hoffnung nehmen, dass mit der Ausbildung und der verbesserten Bildungsumgebung das Problem gelöst werden werde. Nein, es wird verschärft, das werde ich Ihnen nachher zeigen. Also, wenn wir Leute holen müssen, dann kommen schon solche Headlines, soll die Schweiz fehlende Arbeitskräfte aus Asien oder Afrika holen? Unabhängig meiner politischen Gedanken denke ich, wahrscheinlich wird uns nichts anderes übrig bleiben, aber wir müssen vor allem die richtigen holen, die wir wirklich brauchen und nicht einfach irgendwelche Kontingente. Also am Anfang von dem ganzen Problem steht der Wachstum und der Wohlstand. Wir haben uns diesem Gift des Wachstums seit dem Zweiten Weltkrieg hingegeben und wir kommen nicht mehr davon weg. Es bleibt uns gar nicht mehr anders übrig. Der Wachstumszwang oder was die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben, ist etwas, das kann man nicht ändern. Wir sind in diesem Hamsterrad drin und es gibt ganz verschiedene Sachen. Wirtschaft funktioniert nicht ohne Wachstum. Ohne Wachstum würde keine Innovation geben. Ohne Innovation gibt es kein Gewinn. Und da gibt es ganz viele von diesen volkswirtschaftlichen Parolen. Unternehmen können nur überleben, wenn sie Gewinne machen. Gewinne sind nur möglich, wenn das BIP wächst. Kennen Sie alles, die ökonomischen Grundlagen vom Wachstum. Wenn man das noch ein bisschen weiter anschaut,
Zum Wachstum gehört auch, dass wir alle daran glauben. Wir hören die BIP-Zahlen, die voraussichtlichen BIP-Zahlen für das nächste Jahr. Wir denken 2,2% oder das, wächst alles. Das ist wichtig, wir brauchen das, sonst konsumieren wir nicht, machen wir nichts für den Markt. Dann, wir glauben an die Überwindung aller Wachstumshemmnisse, nämlich auch die des Arbeitskräftemangels, weil sonst funktioniert das nicht mehr. Und zusammengefasst gibt es einen ökonomischen Wachstumszwang, wo wir jeweils über diese sogenannte Beschäftigungswelle darüber diskutieren, wie viel Wachstum muss sein, damit wir weniger Arbeitslose haben. Das war eigentlich unser hauptsächlicher Gedanke. Darum auch die Arbeitslosenzahlen am Anfang. Wenn Sie jetzt umgekehrt denken, und Sie haben heute Hunderttausende von Stellen, die nicht besetzt werden müssen, dann kann das nicht mehr daran liegen, dass wir in irgendeiner anderen Form versuchen, die Arbeitslosenzahlen zu verändern, sondern wir müssen eigentlich das Wachstum zurückfahren, also die Menge der Arbeit, die wir produzieren, damit wir das wieder in ein Gleichgewicht kriegen. Drei Vergleiche. Die Schweiz kenne ich am besten. Es gibt eine ganz einfache Regel für die Schweiz, wie wir zum Wohlstand gekommen sind. Sehr, sehr viel Arbeit, viel Fleiß und ein bisschen Innovation hat zu einem sehr großen Wohlstand geführt. Wir haben für das für etwa 200 Jahre gebraucht. Vor 200 Jahren sind noch Leute nach Hungersnöten nach Amerika ausgewandert und so weiter. Wir waren ein Armenhaus der Schweiz, von Europa. Aber mit sehr viel Arbeit haben wir es geschafft, sehr viel Wohlstand zu erarbeiten. Ein Land, für das ich seit 2017 arbeiten darf, hat eine leicht andere Formel für den Wohlstand. Sie haben sehr, sehr viel Öl und Gas, ein ganz bisschen Arbeit, aber wirklich nur wenig. Und das hat zu einem extremen Wohlstand geführt. Heute mit einem Staatsfonds von über 900 Milliarden Franken Gegenwert hat dieses Volk von einem sehr armen Volk am Rande von Europa durch Öl und Gas einen riesen Wohlstand erarbeitet. Aber arbeitet ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, sondern sie haben sie bei der Förderung von diesen Rohstoffen eigentlich zusammengebracht. Und ein weiteres Land, wo auch wunderbar dazu passt, 1971 hat Norwegen mit der Öl- und Gasförderung begonnen. Das war übrigens, wo Katar gerade von England unabhängig wurde. Und dort gibt es noch viel mehr Öl und Gas und eigentlich gar keine Arbeit, weil das Volk so klein ist, dass die ganze Arbeitsleistung von Migrationsarbeitenden gemacht wird und zu einem unglaublichen Wohlstand in nur kurzer Zeit gekommen ist. Aber einfach der Unterschied darin ist zu sehen, dass der Grundlage des Wohlstands in der Schweiz liegt in der Arbeit. Und wenn dies nicht mehr funktioniert, dann wird unser Wohlstand relativ schnell darunter leiden, wenn er das nicht schon getan hat. Also darum stellt sich die Frage, wo steht unser Arbeitsmarkt und was könnte man machen, wie sieht die Zukunft aus? Wir liegen auf der Intensivstation und leider haben wir auch kein Personal, das sich um uns kümmert. Pflegenotstand. Es ist sehr ungewiss, ob dieser Patient diese Intensivstation noch mal verlassen wird. Wenn wir nicht ganz dramatisch beginnen, an bestimmten Punkten und Elementen unseres Arbeitsmarkts zu drehen, weil er eigentlich jetzt schon ziemlich außer Kontrolle geraten ist. Beginnen wir mal mit der Demografie. Ich beginne mit Deutschland, unseren Freunden im Norden. Seit 1972 hätte Deutschland, wäre geschrumpft, hätten sie nicht Zuwanderung gehabt. Und wenn man noch schaut, welche Art von Zuwanderung, dann wären heute in der überalterten Gesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, ganz viele Leute komplett ohne Pflege und Unterstützung. Übrigens, in der Schweiz ist es auch etwa um 72, 70 rum, wo wir eigentlich geschrumpft wären, wenn wir nicht zugewandert hätten oder Zuwanderung gehabt hätten. Und für die, die es mir nicht glauben, dabei zwei ist diese sogenannte Stabilitätsrate. Und Sie sehen mal, was passiert mit all den Ländern oder auch zum Beispiel mit China oder mit Ländern wie Indien. Die sind alle schon irgendwo weit unter dieser Stabilitätsgrenze und diese dunkelviolette ist die Schweiz mit dem kleinen Babyboom-Peak dort. Und dann sind wir auch 1970 in den negativen Bereich herausgegangen. Das heißt, alles, was wir in den letzten 60, 70 Jahren nicht gehabt haben, mussten wir durch Zuwanderung machen. Also ganz einfach, Minuswachstum plus das Wachstum der Wirtschaft gibt dann eigentlich das, was die Zuwanderung lösen muss. Das, wenn man in 2100 nach vorne schaut,
Was dann die Konsequenzen sind, Sie sehen, dass zum Beispiel China nur noch etwa knapp 800 Millionen Menschen hat. Heute haben sie 1,4 irgendetwas Milliarden. Und Sie finden hier auch keine Europäer mehr, außer vielleicht Russland. Und die Zahl ist sicher vor dem Krieg ermittelt worden, weil einfach überall das Gleiche passiert. Sogar in den schnell wachsenden Volkswirtschaften wie Indonesien, wo ich auch im Moment sehr viel unterwegs bin, auch die sind schon bei 2030 am Peak, wo das eigentlich endet. Und dementsprechend gibt es ein negatives Wachstum. Also es gibt immer noch weniger Leute für immer noch mehr Antwort. Und zusammengefasst ist eigentlich das, dass die Folge daraus sind, dass wir so schnell wachsen in unserem Umfeld und auch in der Schweiz wie noch nie zuvor. Sie sehen, diese ganze Zuwanderung passiert eigentlich über diese ökonomische Zuwanderung, weil wir sie brauchen, weil wir wollen alle das Wachstum, wir wollen gute Gewinne in das Jahr, wir wollen mehr verdienen, wir wollen größere Wohnungen, wir wollen alles immer mehr. Und dementsprechend können wir diese anfallende Arbeit nicht mehr machen. Und ich kann Ihnen garantieren, dass diese Zahlen hier unten wahrscheinlich schon viel früher kommen, als wenn wir so weitermachen, wie die schlimmsten Prognosen uns das gesagt haben. Entschuldigung, wenn ich jemandem auf die Füße stehe, aber der musste sein. Die Politik in der Schweiz ist mindestens auf einem Auge blind. Wegen ihrer Position, ob links, ob rechts, aber vielleicht auch einfach aus Unkenntnis und viele davon sind auch doppelt auf beiden Augen blind. Ein Beispiel aus den letzten Jahren. Ich habe einfach einige rausgenommen. In unserem Parlament wird diskutiert, ob wir ein Recht auf Homeoffice einführen sollten. Wer auf eine solche Idee kommt, in einem Markt, wo uns vor allem die Leute fehlen, die eine Elektroinstallation auf einer Baustelle ausführen, die irgendwo in der Pflege arbeiten oder irgendwo, wo einfach eine physische Präsenz vorhanden sein muss, das kann nur jemand machen, der aus der Gemütlichkeit eines Homeoffices das Gefühl hätte, die Wirtschaft würde so noch funktionieren. Das ist kompletter Nonsens. Oder man sagt, wir müssen unbedingt die Kinderbetreuung verbessern, egal was es kostet, dann werden viel mehr Leute dann sich das leisten können und kommen in den Arbeitsmarkt. Kompletter Unsinn, es gibt x Studien, die das belegen, dass es nicht stimmt. Das stimmt einfach nicht, zahlenmäßig nicht. Und vor allem, es nützt mir nichts, wenn ich jemanden in Olten habe, der zu 40% wieder einsteigt, habe ich immer noch niemanden, der in Arose in der Hotelküche steht und die Gäste betreut. Es muss auch noch geografisch zusammenpassen, es muss von den Kompetenzen zusammenpassen. Also ich kann nicht an irgendeinem Ort etwas machen und das Gefühl haben, es würde sich verbessern. Übrigens, wenn das noch funktionieren würde, würden uns etwa 60.000 Betreuungskräfte fehlen in der Kinderbetreuung. Wo wir die herkriegen, weiß ich noch nicht ganz genau, einfach, dass Sie das wissen. Die sind jetzt schon alle komplett am Anschlag, sind unterdotiert. Wir müssen etwa 60.000 neue Stellen schaffen. Und übrigens, wo liegt das Potenzial? Das ist die Erwerbstätigkeit pro Land. Sie sehen, die Schweiz ist mit 86 nicht so weit unten, aber irgendwo bei 90 wird die Luft dünn, weil wir werden nie 100 haben und wir werden auch nie 95 haben, weil es gibt verschiedene Lebensentwürfe, als den ganzen Tag zu arbeiten. Also es gibt ein ganz kleines Potenzial und die Frage ist, wie teuer kaufen wir das und wie wahrscheinlich ist, dass irgendwie etwas passiert. Und die da unten sind, die sind oft aus kulturellen Bereichen, die das nicht so gerne haben. Oder noch schlimmer, sind Leute, die mit Spezialisten in das Land gekommen sind, teilweise gar nicht arbeiten dürfen. Also da hilft auch eine Vergünstigung, zum Beispiel der Kinderbetreuung, nicht. Oder lass uns allen ein Solarpanel aufs Dach hauen jetzt. Dann können wir diese Energiekrise gemeinsam lösen. Fantastische Idee bei etwa 2,5 Millionen Gebäuden, die wir in der Schweiz haben. Nur wer installiert das? Sind das die gerade fertig wurden, mit überall die Hunderttausenden von Wärmepumpen zu installieren? Können die jetzt gerade auch noch aufs Dach oder machen wir eine Umschulung? Einfach mal die Idee, könnt ihr durchrechnen, wie viele Tausende von Spezialisten brauchen wir, um diese Idee durchzuziehen? Die gibt es nicht, die Leute. Die gibt es einfach nicht. Sie gibt es ja auch nicht im Ausland. Die müssen wir auch noch erst ausbilden. Aber die Idee ist ja gut.
oder unser Staatsbetrieb, die Bauern, oder die Politik, die sagt, wir sollen alle unbedingt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Finde ich hervorragende Idee, super. Die funktioniert auch, bis wir merken, dass uns 1000 Lokführer fehlen. Wie konnte das passieren? Wie konnte eine Geschäftsleitung nicht merken, dass wenn ich sonst viel Zugsverbindungen mehr einführe und mehr Leute habe, dass ich wahrscheinlich einen brauche oder eine, die vorne im Zug sitzt und diesen Zug steuert? Wahrscheinlich haben die gehofft, dass das mit der AI dann irgendwann selbstständig fährt. Aber wie kann das passieren? Und jetzt, wo wir wissen, dass 1000 fehlen oder noch mehr, sehen wir mal ein bisschen in die Zukunft und sehen, dass es noch viel düsterer aussieht, weil wer will heute noch Lokführer werden? Das ist uncool, wenn Sie mit jungen Leuten reden. Das war nicht, wo wir jung waren. Also die Zukunft hier ganz schlecht, auch wenn wir alle jetzt umsteigen auf den öffentlichen Verkehr, es ist gut möglich, dass der Zug nicht fährt. Und dann noch dieses Thema, das kennen Sie alle, die Zahl hier oben ist massiv zu tief, wenn man es richtig berechnet, gehe ich davon aus, dass es um die 100.000 Leute sind, die uns fehlen bis 2030. Und ich kann Ihnen sagen, wenn der Zug nicht kommt, weil Sie keinen Zugführer haben und keinen Lokführer, ist das ärgerlich, aber wenn Sie da liegen in der Pflege und es kommt niemand in den Katheter wechseln, dann wird es sehr unangenehm. Also Fakt ist, wir haben ganz viele Probleme, die an der Politik vorbeigehen und wir haben keine Idee, was wir damit eigentlich anfangen sollen. Übrigens, nur so eine kleine Idee, Amerikas steht genauso und egal, ich könnte Ihnen die Zahlen aus allen anderen Märkten zeigen, es ist genauso dramatisch. Und da kommen unten dran so Leute, die mit AI und Health Tech und wie das alles heute so schön heißt, behaupten, sie würden das Problem dann schon in den Griff kriegen, weil durch diese bessere Digitalisierung hätten die Ärzte mehr Zeit, um sich die Patienten zu kümmern und dann würde es nicht so viele Ärzte und Schwestern brauchen. Also einfach ein riesen Unsinn, der durch all die verschiedenen Kanäle getrieben wird. Und dann kommen die Politik am Schluss aus allen Ecken und versuchen, den Schuldigen festzumachen. Jetzt Frau Patran, glaube ich, gestern hat dann herausgefunden, dass es wahrscheinlich wegen der OECD-Steuergeschichte ist. Wir locken viel zu viele Firmen an, die viel zu viele Leute brauchen und das gibt dann eben die Zuwanderung und darum ist am Schluss eigentlich der schuld, der dieses Wachstum überhaupt will und dann lässt sich das auch in einer Form einer Partei benennen und die anderen auf der anderen Seite des politischen Spektrums, die behaupten dann, die Linken wären verantwortlich für all diesen Nonsens. Fakt ist, jeder arbeitet aus seinen partikulären Interessen und schaut gar nicht nach, was dann uns wirklich fehlt. Viele kennen Sie hier, aber am schlimmsten ist es zum Beispiel im Bereich Handwerk, im Bereich Umwelttechnik, Wasser und so weiter, Reinigung, Unterhalt, Facility Management, das sind wieder diese AI-Roboter vom Anfang. Und dann haben wir ganz wenige, wie zum Beispiel kultureller Bereich, Führungskräfte und so weiter, sozialwissenschaftlicher Bereich, wo wir viel zu viele haben, aber es macht niemand etwas dagegen. Also mal zu benennen, dass das einfach entscheidend ist, nicht einfach eine Prozentzahl über den Markt, sondern wo fehlen sie? Wo fehlen sie wirklich? Also die Politik müsste das eigentlich wissen. Und noch einmal, auch wenn wir theoretisch so viele Leute haben, am Schluss muss jemand in der Küche stehen und in unserem Tourismus oder in unserem Gastgewerbe jemanden bedienen, das vielleicht sogar noch spätabends und sonst bleibt alles Makulatur. Jetzt muss ich mit den Medien und den sogenannten selbsternannten Experten noch ein bisschen ins Gericht gehen. Wir werden heute von morgen bis abends von diesem Unsinn berieselt. Ich habe hier eines rausgenommen, die Frau Steiner-Kamm, sie möge mir das verzeihen, dass sie gerade an diesem Tag auf der Frontseite war. Schauen Sie mal, was sie uns schreibt. Sie vergleicht Schulsysteme weltweit, die Schweiz könne von Skandinavien lernen, sie sollte Anreize schaffen, damit mehr Personen studieren und dann Vollzeit arbeiten. Stimmt nicht. Je höher die akademische Bildung, umso eher ist man heute freiwillig auf eine Teilzeit aus. Wir haben verschiedene Lebensmodelle, wir wollen nicht den ganzen Tag und das ganze Leben arbeiten. Ich zeige Ihnen nachher, wie falsch sie liegt. Aber das zweite Problem ist, dass man das auf die Frontseite einer Tageszeitung tut und die Leute lesen diese, wenn überhaupt, nur die Headline, wenn vielleicht auch noch den Lead und die glauben das auch noch, was da steht. Das ist ein großes Problem. Das bildet die Meinung in unseren Köpfen. Fakt, dreimal mehr Hochschulabschlüsse als vor 22 Jahren. Wir haben eine komplette Akademisierung unserer Gesellschaft und das ist eines der Haupttreiber unserer Probleme im Labour Market.
Und wir bringen jede noch so dumme Idee, schafft es in die Zeitungen, wie zum Beispiel dieses Problem, warum so viele Leute im letzten Schuljahr sitzen bleiben, freiwillig. Weil sie die Gymi-Prüfung nicht schaffen, damit machen sie eine Ehrenrunde, geben sich die Möglichkeit, dann doch noch in die akademische Richtung zu gehen. Und es sind vor allem Schüler und Schülerinnen von gut verdienenden, gut gebildeten Eltern, die im letzten Schuljahr sitzen bleiben. Wie kommt es dazu, dass das eine Geschichte wert ist und man noch mehr Leute damit inspirieren könnte, das System irgendwie so zu umgehen? Es ist unverantwortlich. Oder eine meiner Lieblingsthemen, die AI. Das ist der Artikel in etwa 60 Zeitungen, manchmal nicht mal ein Wort geändert. Und schauen Sie mal nur die Headline an. KI schafft laut Studie eher Arbeitsplätze, als sie zu vernichten. Was ist die Aussage davon? Es ist eine völlige Generalisierung, die uns nichts sagt, die uns vielleicht Angst macht. Und wenn ich Journalist wäre und einfach Konserven abfüllen würde, die ich irgendwo gefunden habe, dann würde ich vielleicht auch beunruhigt sein über eine solche Headline. Wenn ich wirklich etwas von AI oder von KI verstehen würde, würde ich das schon gar nicht irgendwie schreiben. Und trotzdem beeinflusst das uns jeden Tag. Und dann noch meine Lieblingsdisziplin, The Future of Work. Ich meine, etwas Dümmeres, Entschuldigung, ich muss es in dieser Deutlichkeit sagen, als das, was hier jeweils in diese Grafiken reingepappt werden, gibt es nicht. Weil wenn ich sage, Work 9 to 5, das tun wir wahrscheinlich oft schon lange nicht mehr, aber Work Anytime hilft nicht unbedingt, wenn Sie um 9 Uhr morgens einen Strafprozess an einem Gericht eröffnen müssen. Müssen Sie dort sein und nicht anytime oder irgendwo. Oder wenn mir eben diese Pflegefachkraft meinen Katheter wechseln muss, dann bin ich froh, dass sie focused on knowledge ist und nicht focused on adaptive learning. Aber dieser Stuss wird ununterbrochen uns um die Ohren gehauen und sagen, ja, die Zukunft wird anders, die Zukunft wird nicht anders. Wir müssen arbeiten, wir müssen etwas tun und wir müssen das kompetent tun und wir müssen die Arbeit verrichten, die es zu tun gibt. Und sonst gibt es nicht viel dazu zu sagen. Also, diese Experten, die melden das. Und was machen wir sonst noch in den Medien? Wir generieren Vorbilder, die eigentlich wenig mit dem zu tun haben, was unser Arbeitsalltag ist. Wenn ich als Kabarettist ein neues Programm lanciere oder wenn ich den Polterabend als Top-Künstler verbringe, dann ist das unseren Medien einen längeren Beitrag wert. Wenn aber Zimmermannmeister Müller ein neues Gebäude eröffnet und 20 Leute einstellt, um das zu machen, dann wird das nirgends berichtet. Wir bilden ununterbrochen Profile und idealistische Vorstellungen von unserer Berufswelt und was Erfolg am Schluss ausmacht über die Medien. Und wir wundern uns danach, dass eigentlich gar niemand mehr so genau weiß, nach was er strebt oder was seine Ambitionen sind. Da sind wir beim letzten Problem. Wir sind daran, in der Bildung die Leistung abzuschaffen. Komplett. Wie freuen wir uns doch immer über außergewöhnliche Leistungen. Wenn so ein 21-jähriger Gio irgendwie Nummer 7 der Welt wegputzt und eine außergewöhnliche Leistung bringt. Wir fiebern mit, wir wollen Erfolg sehen, wir wollen uns messen, wir wollen uns am Erfolg freuen. Und auf der anderen Seite in der Ausbildung tun wir nichts mehr, was dieses eigentlich wirklich befördern sollte. Alles, was irgendwie nach Leistung reicht, beginnt zu verschwinden. Oder wir beginnen unsere Ausbildung, um das herum zu konstruieren. Hunderttausende Schweizer haben Mühe mit Lesen und Schreiben. Ich rede jetzt nicht von außergewöhnlich hoher Bildung, sondern von Grundlagen, die man haben muss. Wir haben ein Education Mismatch. Wir lernen das Falsche, dass immer mehr Leute zum Beispiel durch eine Lehrabschlussprüfung fallen. Es war noch nie so hoch, der Wert, und er steigt immer noch mehr. Müssen wir uns doch mal hinterfragen, lernen diese Leute noch das Richtige, haben sie noch das richtige Rüstzeug, um überhaupt eine Lehre zu bestehen? Nochmal da, das ist das, was passiert, und das machen wir noch viel effektiver in der Schweiz mit unseren eigenen Personen. Wir haben eine komplette Akademisierung, und auf der anderen Seite haben wir sehr viel Arbeit, die diese Akademisierung nicht braucht. So, jetzt mein Lieblingsthema,
Ich habe jetzt da Metzgermeister Sturzenegger Frick darüber urteilen lassen, dann ist es nicht mein Zitat. Wohlstand führt immer zu einer gewissen Trägheit. Alle großen Kulturen dieser Welt sind spätestens, wenn der Wohlstand ein bestimmtes Level gehabt hat, haben sie sich selber abgeschafft oder sie sind verschwunden. Ich würde es nicht so stark sagen, wie jetzt dieser Metzgermeister hier, aber der Fakt ist, dass die jungen Menschen keine Lust mehr haben auf das, was wir vielleicht in unserer Generation noch als gut befunden haben, als erstrebenswert. Achtung, ich generalisiere nicht, das sind nicht alle, aber es ist eine immer größer werdende Mehrheit. Warum wundern wir uns, dass niemand mehr in der Gastronomie arbeiten wird? Das ist der Anteil der Schweizer für Abend- und Nachtarbeit. Da unter uns kommt nur noch Russland. Solange Sie nichts mehr abends um 7 Uhr in ein Restaurant gehen und noch erwarten, dass da auf der anderen Seite in der Küche jemand etwas zubereitet für Sie oder Sie sogar noch jemand bedient am Tisch, dann ist das kein Problem. Aber wenn Sie da junge Leute in eine solche Branche reinbringen müssen oder überhaupt Leute, dann ist das ein Problem, weil die Freizeit oder eben diese Sachen finden vor allem in der Nacht oder in Randzeiten statt. Das andere auch mit Samstag- und Sonntagsarbeit, da gibt es noch ein paar, die sind schlimmer. Kann ich Ihnen auch gerade sagen, warum? Weil das alles hochqualifizierte Einwanderer sind, die das sowieso nicht nötig haben oder in Stellen arbeiten, wo das sehr ungewöhnlich ist. So, und wie wir uns anstellen, wie kreativ wir werden, um diese jungen Menschen zum Beispiel zu begeistern für Berufe. Auf der anderen Seite ist ein Übergewicht von medialer Meinung, von Vorbildern, von Falschmeldungen oder mindestens Halbwissen, das es uns fast unmöglich macht, noch in zukünftige Generationen zu investieren, damit das endlich besser wird, was wir in unserem Arbeitsmarkt haben. Ich rede nicht noch von dem. Wenn man sagt, wir haben noch nie so viele Ausfälle gehabt, wir sind noch nie so stark unter Druck gewesen an unserer Arbeitszeit, wir müssen so schnell arbeiten, wir müssen so produktiv sein, war schon immer so. Früher hat man nicht gefragt, sonst hätten wir wahrscheinlich ziemlich die gleichen Zeiten und die gleichen Angaben bekommen. Und wenn man sie dann trotzdem fragt, dann sagen sie, ja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Wir sind gar nicht so stark belastet. Also das ist das nächste Problem. Wir fragen sehr viel nach bestimmten Dingen nach und schauen nicht die Zahlen an, die wir eigentlich hätten, um herauszufinden, wie gesund unser Arbeitsmarkt, wie gesund unser Verhältnis zur Arbeit ist. Und dann gibt es noch das, wer von Ihnen hat eine wirklich gute Studie gesehen über die Produktivität im Homeoffice? Doch, ich habe jetzt eine gesehen. Und die ist verheerend. Und zwar nicht nur über die Produktivität, sondern auch über den Zusammenhang im Team, über die Firmenkultur und so weiter. Sie ist verheerend. Wir müssen heute auf morgen damit aufhören. Abgesehen, dass es immer mehr Leute merken, dass es ihnen auch nicht immer so gut tut und dass es weiter schwierig wird für unseren Arbeitsmarkt, weil ich will dann doch 2 Tage pro Woche möchte ich gerne ins Büro kommen und dann möchte ich gerne meinen Arbeitsplatz haben an bester Lage. Hybrid, sagt man dem. Und wer will das am Schluss bezahlen, dass ich beide Infrastrukturen aufrechterhalten sollte? Irgendwann gehen diese Dinge nicht auf. Aber ich kann Ihnen sagen, die Produktivität in der einzigen Studie, die ich bis jetzt gesehen habe, eine aus Nordamerika, da ist sie 44% zurückgegangen. 44%. Das ist ziemlich alarmierend. Also, Lösungen, Ursachen statt Symptome bekämpfen. Erstens, einfache Frage nach dem Ressourcenmanagement. Wenn ich so und so viele Ressourcen habe und so viele Menschen bedienen muss, dann gibt es eine einfache Regel. Wir haben zu wenig Leute für viel zu viel Arbeit. Wir müssen mehr Leute hinkriegen, mehr Ressourcen. Wollen wir das? Wollen wir noch eine stärkere Zuwanderung? Wollen wir einfach jedes Wachstum, das wir uns verschrieben haben, mit zusätzlichen Arbeitskräften aus der ganzen Welt füllen? Es wird nicht mehr nur aus Europa sein. Oder wir reduzieren das, was wir brauchen, was wir zum Wachstum brauchen. Wie wir früher versucht haben, unsere Wirtschaft anzukurbeln, wenn es darum geht, Arbeitslosenzahlen nach unten zu bringen, müssen wir eigentlich jetzt das Umgekehrte zu tun. Sind wir alle bereit, darauf zu verzichten, auf Wachstum, auf Gewinn, auf Fortschritt, auf Wohlstand? Aber irgendwo dazwischen muss es liegen. Ja, es gibt noch so ein paar Bubentrickli. Wir könnten jetzt alle Leute noch dazu bringen, noch bis 70 weiterarbeiten, dann fällt dieser P
Kick, den wir jetzt haben, nach den Babyboomern nicht so dramatisch aus. Dummerweise sind das alles noch so Leute, die in Berufen sind, die wir wirklich brauchen. Handwerker, Schweißer, Schreiner und so weiter. Es wird immer noch schlimmer. Aber vielleicht kriegen wir die noch dazu, 5 Jahre weiter zu malochen. Aber das Problem ist einfach vertagt. Es passiert nichts daran. Und es ist übrigens ein Tropfen auf den heißen Stein. Und jetzt kommen die ganz Kreativen und sagen, ha, ich habe ganz neue Arbeitsmodelle, das wird das Problem lösen. Bei mir kocht der Koch nur noch 4 Tage in der Woche bei gleichem Lohn. Hervorragende Idee. Wir haben zu viel Arbeit, zu wenig Leute und jetzt arbeiten die noch einen Tag weniger. Was kommt dabei raus? Das Einzige ist, ich hole vielleicht von meinem Mitbewerber gegenüber, hole ich seinen Koch, weil er denkt, warum sollte ich dort 5 Tage arbeiten? Ich bin ja nicht dumm. Hier kann ich 4 Tage arbeiten bei gleichem Lohn. Und das geht so lange gut, bis ihr nächster Widersacher oder ihr nächster Mitbewerber sagt, bei mir musst du nur 3,5 Tage arbeiten und bekommst noch ein bisschen mehr Lohn. Das sind alles nicht mal mehr wirklich kreative Ideen. Oder wir reduzieren die Wochenarbeitszeit, weil wir keine Leute finden und schon so viel zu viel Arbeit haben. Gehen wir mal auf 38 Stunden runter. Das hilft dann wirklich, den Arbeitsmarkt aufzuräumen. Schauen Sie mal nach Frankreich, was passiert ist mit Ihrem Arbeitsmarkt, mit solchen Ideen. Wir arbeiten weniger. Schauen Sie mal nach Holland. Oder wir sagen, okay, es liegt eben daran, dass die Leute nicht das können, was wir haben wollen. Dieses fantastische Buzzword Upskilling und Reskilling, das erzählt Ihnen jeder Berater mindestens 3-mal pro Woche. Ja, wir müssen die Leute auf die neuen Gegebenheiten umschulen oder anlernen. Ja, wir haben mehr Elektroautos, wir müssen einen Mechatroniker dazu bringen, dass er dieses Auto flicken und unterhalten kann. Aber, und jetzt kommt die entscheidende Slide von diesem Vortrag. Das ist, was man eigentlich am Schluss messen kann. Sie sehen hier die Veränderung von 2003 bis 2020 und schauen Sie übrigens oben, ich hoffe, Sie können es lesen, sind unsere Freunde in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und so weiter, sind ganz weit oben. Und das zeigt, wie deren ihre Labour Market Match Rate sich verändert hat in den letzten 17 Jahren. Das Grüne ist das ganz Schlechte. Also Norwegen hat heute einen rund 20% schlechteren matchenden Arbeitsmarkt als noch vor 17 Jahren. Sie haben dazu noch ein bisschen Under-Education dazu gewonnen, ist auch nicht gut, dieser pinke Balken hier, vor allem über Migration. Und Sie haben die Over-Education, die Akademisierung für etwas, das man nicht braucht, haben Sie um 13% gesteigert. Das ist der Worst Case. Und alle sind dort oben dabei. Schweden hat heute nur noch 45% Matchrate. Also der Markt ist noch dysfunktionaler. In der Schweiz, wir sind immerhin noch bei 51%. Wir haben ein bisschen zugelegt bei der Under-Education, nicht so stark wie andere, haben aber auch 11% von unserer Arbeitsmatchability eigentlich verloren. Und wir haben 7% bei der Education, bei der Over-Education dazugelegt. Da gibt es ein gutes Beispiel hier unten, das ist dieser kleine pazifische Inselstaat Vanuatu. Der hat alles richtig gemacht. 3% weniger Under-Education, 19% bessere Matchability und 15% Over-Education abgebaut. So müssten wir das machen. Wenn Sie das genauer anschauen, wie er es gemacht hat, hat es noch etwas mit der Größe zu tun, aber es gibt noch andere hier drauf, die wir eigentlich sonst immer ein bisschen belächeln, aber die machen genau das Richtige. Sie orientieren sich an dem, was an Arbeit vorhanden ist und wie die Menschen mit dieser Arbeit umgehen sollen, mit den dazu richtigen Skills und nicht irgendwelchen Fantasiegeschichten, dass wir jetzt alle ab morgen nur noch Influencer sind und nur noch Work Everywhere oder was auch immer tun. Also, da gibt es noch die Um- und Quereinsteiger. Das war jetzt gerade wieder sehr angesagt am Anfang des Schuljahres. Quereinsteiger retten den Schulbeginn. Wow! Die fehlen jetzt einfach an einem anderen Ort. Das ist ganz einfach. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Die fehlen jetzt an einem anderen Ort, vielleicht noch schlimmer. Und ist das eine nachhaltige Strategie, um unser Bildungswesen über die Runden zu bringen, indem wir einfach jedes Jahr ein paar Quereinsteigerinnen oder Einsteiger irgendwo herkarren oder dazu überzeugen, in diesen Beruf zu gehen? Und auch das Letzte. Ich war Berater viele Jahre lang, ich bin mich das gewöhnt. Alle die Leute, die Sie anrufen und sagen, Sie hätten die ganz ausgeklügelten Apps und Sie würden jetzt herausfinden, wie Sie Ihre Recruiting- und Sourcing-Strategy verbessern könnten, wie Sie all diese Probleme lösen und mit Employer Branding und ich weiß nicht was alles, da habe ich immer eine Sache dazu zu sagen, das ist die gute Snake-Oil-Geschichte.
die können auch niemand aus dem Hut zaubern. Die können nur mit Geld und irgendwelchen guten Zungen können sie versuchen, von ihrem Mitbewerber ein paar Leute abzuwerben oder irgendwoher irgendjemand zu überzeugen, allenfalls zu ihnen zu wechseln. Und das ist nicht nachhaltig. Es fehlen am Schluss einige hunderttausend Leute und sie fehlen dort, wo sie uns wehtun. Auf dem Bau, im Handwerk und, und. Und die können wir nicht einfach da aus dem Hut zaubern oder dazu zwingen, dass sie irgendwie mit einer magischen App, mit AI, auf einmal ihnen die Leute hinkriegen, die sie nicht haben. Übrigens, da gibt es noch das mit dem Ich zahle einfach besser. Das ist auch so, ist nicht mal ein Drop in the Ocean, wie man so schön sagt. Und der Nächste zahlt noch ein bisschen mehr. Müssen wir, glaube ich, auch vergessen. Also noch eine kurze 2 Minuten zu den Lösungen. Die Lösungen sind uns alle bekannt, aber wir wollen keinen Entscheid treffen. Es gibt entweder weniger Wachstum oder es gibt mehr Menschen, die dieses Wachstum bewerkstelligen. So einfach ist es. Und es gibt keine Alternativen dazu. Und die Zahlen, die wären da. Das ist das, was wir mit unserer Firma machen. Wir gehen in die Länder, wir versuchen, Realtime-Zahlen zu generieren, damit wir wissen, was jetzt ist und was in 5 Jahren ist. Weil in 5 Jahren werden so und so viele Autobatteriefabriken gebaut in Indonesien. Wir müssen wissen, welche Leute brauchen wir, damit die dort arbeiten. Was müssen wir tun, damit nicht alle teuer ausgebildeten Pflegenden und Ärzte in Indonesien am ersten Tag nach ihrem Abschluss nach Singapur umsiedeln, wo die mit Handkuss annehmen, weil sie selber nämlich nicht genügend von diesen Leuten haben. Was tun wir? Wir müssen die Zahlen analysieren, wir müssen sie schauen und wir müssen sie völlig unpolitisch bearbeiten. Wir müssen mal unsere politische Gesinnung hinter uns lassen und auf einfache Mathematik auslassen. Ich hätte noch ein paar andere Ideen. Und damit ich Ihnen doch noch eine Minute versöhnlicher Abschluss gemacht habe, habe ich Ihnen hier ein Video, das ich letztens am bayerischen Fernsehen gesehen habe, weil es all das, was ich jetzt da so gesagt habe, auf den Punkt bringt. Einerseits, was wir als Kunden tun, wie wir uns verbiegen, und was wir als Arbeitgeber tun, was wir glauben, um das Problem zu lösen. Und ich wünsche Ihnen, ich hoffe, wir haben Ton, weil sonst wäre es nicht so lustig. So, also wie schaut's aus? Bist du soweit? Ja, ich komm schon. Ja. Warte mal, lass mich mal nochmal schauen. Wie schaut's denn aus? Wir fangen denn eigentlich an? Ich fange an und du gibst halt dann immer so deinen Senf dazu, gell? Okay, das wird was werden. Ja, mei, es hilft ja nichts. Wir müssen es ja probieren. Vielleicht klappt es ja auf dem Weg, gell? Ja, ja. Ja, und wenn wir uns verhasteln, können wir ja halb noch einen Schnitt machen. Mach mal. Gut. Ready. Guten Tag, liebe Heizungsbauer. Mein Name ist Rudi und das ist meine Frau, die Petra. Grüß Gott. Wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen bewerben, denn wir bräuchten dringend eine neue Heizung. Eine Wärmepumpe wäre natürlich am besten. Um die Förderanträge haben wir uns bereits selber gekümmert, da ist alles soweit in Ordnung. Rudi, sag erst einmal das mit der Brotzeit. Was jetzt schon? Ich hab gemeint, erst ist mit dem Geld. Nein, zuerst ist mit der Brotzeit und so. Ja, gut, also, na mach du. Hallo, liebe Handwerker. Bei uns bekommen Sie täglich um 10 Uhr eine Brotzeit. Entweder eine Leberkässemmel oder eine Schnitzelsemmel, wahlweise auch vegetarisch. Naja, und um 12 Uhr bekommen Sie einen Schweinebraten mit Knödel und Blaukraut. Und wer will auch Kartoffelsalat? Und um 15 Uhr gibt's Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Entweder Obstkuchen oder Sahnetorte oder beides. Ja, und es reicht völlig, wenn Sie erst um 9 Uhr anfangen und um 16 Uhr Feierabend machen. Weil es muss sich ja keiner totarbeiten, gell? Rudi, was denn? Du kannst doch nicht sagen totarbeiten. Das ist ja psychologisch total daneben. So. Der Sketch geht noch etwa 10 Minuten weiter. Sie versuchen auch noch Maurer und Plästerer zu bekommen und sie verkaufen Gott und die Seele, damit sie überhaupt noch an eine Leistung kommen. Das tun wir heute als Arbeitgeber sehr oft. Wir verbiegen uns, wir bieten alles, um überhaupt jemanden zu bekommen, der noch an diese und diese Stelle zu besetzen wäre. Wir blenden aus, dass es vielleicht nicht nur um die Benefits geht und so weiter. Aber wir sind so verzweifelt, dass uns fast nicht mehr anderes übrig bleibt. Ich hoffe, dass wir Schweizer
wir in der Schweiz diese Kurve noch kriegen. Aber wenn Sie sich erinnern auf der frühen Folie, wie diese Kurve nach unten gegangen ist, müssen wir uns sehr schnell zusammenraufen. Und wir müssen den Fakten ins Auge blicken, weil sonst dürfte das mit dem Wohlstand auch ziemlich schnell zu Ende sein. Außer wir würden vielleicht doch noch im Entlebuch ein bisschen Gas und Öl finden. Herzlichen Dank vielmals und danke. Ja, Stefan Vinzenrier, eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr, aber... Ich weiß, ich habe sicher überzogen. Nein, nur eine Viertelstunde, ah, okay. Kein Problem. Und wie hat Gottschalk immer gesagt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich ein bisschen. Aber wir haben ja ein bisschen Pufferzone mit der Pause und wir haben eh heute Abend nichts mehr vor. Das Wetter ist auch nicht schön draußen, also was wollen wir denn zu Hause haben? Herr Winzer, Sie haben gesagt, eben dieser Fachkräftemangel, diesen Begriff gibt es gar nicht. Die Leute arbeiten nur in der falschen Branche oder an einem am falschen Ort, aber Quereinsteiger geht auch nicht. Wie kann ich denn dieses Delta irgendwie korrigieren? Also das Delta ist eigentlich einfach zu beschreiben. Wir haben einfach viel zu viel Arbeit und zu wenig Menschen, die diese Arbeit ausführen wollen. Wenn wir alle noch dazu bringen könnten, die Arbeit zu machen, die zu machen ist, was wir nicht können, unser gesellschaftliches Modell kann niemandem vorschreiben, was er arbeiten oder studieren sollte, haben wir einfach ein bestimmtes Delta, das wir nur lösen können, indem wir zusätzliche Ressourcen zuführen. Das geht im Moment nur über die Zuwanderung. Das Problem ist aber auch, dass diese Zuwanderung in den letzten Jahren sehr stark erschwert wurde. Das bilaterale Abkommen Personenfreizügigkeit bezieht sich auf den europäischen Raum. Dort haben wir eigentlich schon überall fast die gleiche Situation. Und wir holen mit unserem jetzigen System, können wir eigentlich nur hochqualifizierte Fachspezialisten in die Schweiz kriegen. Jeder, der mal so einen Antrag gestellt hat, in einem kleinen KMU und nicht bei Google, es ist eine längere Geschichte und sie ist nicht immer mit gutem Ausgang. Wir können die Leute, die wir brauchen, nämlich eben Elektroinstallateure zum Beispiel, die können wir einfach nicht so aus dem Hut zaubern oder umschulen oder irgendwo herkommen, weil am Schluss die Menge der Leute immer noch zu klein ist für die Arbeit, die es gibt. Und das hat nichts mit der politischen Überzeugung zu tun oder was richtig oder falsch, das sind einfach reine Fakten. Und die Frage ist jetzt, was kann man daran machen? Und das Einzige ist, man reduziert die Nachfrage. Das wäre ein negatives Wachstum. Ich weiß nicht genau, wie viel Applaus ich für so eine Idee hier... Nicht viel, wahrscheinlich nicht. Wir würden uns alle beschränken. Wir würden mal ein Zimmer weitervermieten in unseren Wohnungen. Wir würden uns alle einschränken. Alle würden alles mal ein bisschen zurücknehmen. Wir würden applaudieren Anfangsjahr, wenn uns die Konjunkturprognose bei -7-8% wären. Das wäre gut. Dann würde sich das alles irgendwie mal langsam wieder zusammendämpfen. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Das andere ist, wir greifen massiv in dieses System ein, indem wir zum Beispiel die Studienwahl massiv erschweren. Also ich kann zwar wählen, was ich zum Beispiel mit einem Beruf anfangen will, wenn ich aber mit diesem Beruf nachher keinen Erfolg habe, löst mich mein Sozialsystem mich nicht mehr auf. Auch mit dieser Idee werde ich keinen Applaus raten. Aber es ist so. Wenn ich in Spanien mit einer extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit schaue, was das Problem ist, dann ist es einfach, dass jeder zweite Student grundsätzlich das Falsche studiert, was der Markt nicht braucht. Aber ich möchte Meeresbiologin werden. Das kann mir niemand verbieten, auch wenn es weltweit pro Jahr, ich würde sagen, 3 bezahlte Stellen in der Meeresbiologie geben, weil die bleiben dann auch mal dort, wo sie so eine Stelle haben. Aber wir produzieren jedes Jahr irgendwie 150 neue Meeresbiologen nur in einem einzelnen Markt. Und dann fahren sie nachher Taxi oder machen als Uber-Treiber, bis dass irgendetwas passiert. Das führt auch nicht zu einer Verbesserung des Arbeitsmarktes. Wir müssen dort eingreifen, wo es richtig schmerzhaft ist. Freie Berufswahl, müssen wir mal darüber diskutieren. Wir müssen den Zugang zur akademischen Ausbildung massiv erschweren und wirklich massiv. Wir müssen mindestens die Hälfte der Mittel, die wir heute in die tertiäre Ausbildung stecken, müssen wir eigentlich in die Berufsausbildung, in die schulische Ausbildung stecken, weil dann wäre die Chance größer, dass dort Leute entstehen, die das arbeiten wollen, was wir wirklich tun müssen. Und irgendjemand muss ja all diese Tausende von Wohnungen bauen, die wir im Moment fehlen. Und Sie wissen, dass der Arbeitsmarkt im Bereich vom Bau ist ganz schwierig.
Und mit jedem, der kommt, gibt es wieder mehr Nachfrage nach mehr Wohnraum, nach mehr, und das wollen wir eigentlich alles auch nicht. Also wir können nur innerhalb des Systems können wir angreifen, und das sind äußerst unangenehme Fragen, die wir uns lösen müssen. Hinsichtlich der Bezahlung, hinsichtlich der grundsätzlichen Ausrichtung unseres Arbeitsmarktes. Und daran scheitern alle Länder. Das will kein Politiker verkaufen, schon gar nicht vor den Wahlen. Das will niemand diskutieren. Das ist komplett uncool. Aber wahrscheinlich liegt nur dort drin eigentlich die Ernte, weil die Demografie arbeitet uns brutal nach unten. Es wird nur noch schlimmer, es wird nicht mehr besser werden. Sie haben eigentlich zwei, drei ganz große Berge angesprochen, die es gilt zu besteigen. Und ich weiß nicht, ob es ein chinesisches oder ein taiwanisches Sprichwort ist. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Genau. Was wäre dieser erste kleine, aber doch richtige Schritt in die richtige Richtung? Der erste Schritt ist, diese Diskussion zu entpolitisieren. Es geht nicht um links oder rechts und nicht, was ich denke und ob ich für oder gegen Migration bin oder so, sondern es geht darum, die Situation einmal so anzuschauen, wie sie ist, realistisch einzuschätzen und dann die größten Hebel zu finden. Unabhängig meiner politischen Ausrichtung. Also wir müssen das als erstes entpolitisieren. Und dann sehen wir, dass diese großen Hebel auch nicht sehr nachhaltig sind, weil eben die Demografie ist ein solcher Monsterhebel, der macht fast alles obsolet. Also können wir uns eigentlich in die Position zurückverlegen und sagen, kümmert mich nicht mehr, ich bin bald 60, was kümmert mich, was in 10 Jahren nicht mehr klappt im Arbeitsmarkt? Doch, es wird mich sehr betreffen. Also die Entpolitisierung, die Fokussierung auf Fakten und nicht auf politische Gesinnungen oder gesellschaftspolitische Illusionen, die wir haben, dass wir immer weniger arbeiten und den Wohlstand halten können, das ist einfach eine Illusion, bis dass wir eben Öl und Gas finden, die diese Arbeit als Wohlstandsfaktor ersetzt. Das ist unangenehme Wahrheit, aber es ist einfach so. Und das ist die Achillesferse der Schweiz, und mit der experimentieren wir im Moment rum. Also erster Schritt, faktenbasierte, offene Diskussion von der Politik losgelöst. Und da könnten wir mindestens ein bisschen etwas dran machen. Und da wird uns jetzt wahrscheinlich noch eine abgekühlte Wirtschaft und Rezession ein bisschen zur Hilfe kommen, auch wenn das auch wieder sehr unangenehm ist, das zu sagen. Aber das hilft meistens, ein bisschen die Peaks zu dämpfen. Ich empfehle, dass wir jetzt ein gekühltes Getränk nehmen, genau, in der Pause. Und ich bin ganz sicher, dass Sie ein heiß begehrter Gesprächspartner sind für weitere Fragen aus dem Publikum, für die wir jetzt nicht keine Zeit mehr haben, aber wir verlegen sie einfach in die kurze Pause. Noch einmal einen großen Applaus für Stefan Vincent. Vielen herzlichen Dank. Okay.